Ja, hier ist die Welt noch in Ordnung. Es gibt hier keine Massentierhaltung. Die Kühe können sich frei bewegen und selbst auf den steilsten Pfaden nach frischen Kräutern und Gräsern suchen, ganz ohne Stress. Hier kann man wirklich von glücklichen Kühen sprechen. Hier sieht man Futterergänzung und die Tränke. Die Kühe haben nichts weiter zu tun, als den ganzen Tag sich ihre vier Mägen zu füllen und beste, stressfreie Milch zu produzieren. Die Kuh heißt Elsa. Das ist ihre Herde. Das ist ihre Weide mit dem Blick auf die Dolomiten. Und hier ist die Käserei, wo diese gute Milch verarbeitet wird. Hier sieht man den Käsemeister vom Erschbaumer Hof. Er hat gerade Lab angerührt, was in Kälbermägen erzeugt wird. Da in dem Bottich ist erwärmte Milch, das Lab wird zugesetzt. Nach kurzer Zeit geliert die ganze Masse. Und hier mit der sogenannten Käseharfe wird dann der feste Anteil geschnitten. Und je kleiner die Elemente sind, desto härter wird dann der Käse. Hier ein Blick in den Hofkäseladen, die Erzeugnisse, alles Rohmilchkäse, die Kühlhäuser. Und hier eine Auswahl zum Probieren. Ich habe mich für diese beiden großen Käseräder entschieden. Einer vom Januar des Jahres, der schon ein bisschen gereift ist, den die Bäuerin in der Hand hat. Und der kleinere ist vom Mai gewesen. Hier habe ich die Käse zu Hause. Mit einem großen Käsemesser wird der Käse geteilt. So sieht er von innen aus. So, hier ist der Käse entrindet, bleibt dann nicht mehr so viel über. In schöne Scheiben geschnitten. Und vom Ferranerhof habe ich hier eine Heidelbeer-Konfitüre mitgebracht, die ich jetzt anrichten werde. Zu dem Käse ist eine wunderbare Ergänzung. So, noch ein bisschen frischen Pfeffer drauf gemahlen. Bon Appetit! Vielen Dank fürs Zusehen!